Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück in den Schatten von Hongkong hier im Grundkurs Gaming. Ich bin Jin, gelernter, Hood-Kenner wahrscheinlich. Wir rennen mal in den Club 88, wir gucken mal, ob die Leute hier was Neues zu sagen haben. Frederik Kaffei hat was Neues zu sagen, wie es aussieht. Ich vermute, dann werden die drin auch was Neues zu sagen haben. Wir schauen einfach mal. Also, Frederik Kaffei steht stolidly, ich glaube, das heißt sowas wie reglos, ne? Ja, genau, phlegmatisch, schwerfällig, stur. Also steht phlegmatisch neben der Tür des Clubs. Seine Arme sind vor seiner unglaublich großen Brust verschränkt. Er beobachtet diejenigen, die den Club betreten und verlassen, wie ein Gott, der vom Olymp herabschaut, und er lächelt, während er das tut. Hey Sparks, ich habe mehr über dich gehört. Und wir können jetzt sagen, ja, was hast du denn gehört? Oder ich vermute, dann tue ich meinen Job nicht richtig. Ja, könnte sein. Oder, oh, meine Ohren haben gebrannt. Okay, ja, wir sagen mal einfach, ne? Da machen wir wahrscheinlich unseren Job nicht richtig. Und er sagt, ja, mach dir keinen Stress. Deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Obwohl ich mich frage, ob das, was ich gehört habe, zutreffend ist. Ich habe gehört, du hast vielleicht einen Typen getötet. Oder vielleicht ein halbes Dutzend oder ein paar Dutzend Typen. Vielleicht habe ich sogar gehört, dass du ein Terrorist bist. Ich bin mir nicht sicher, ob das zutrifft. Aber du siehst aus wie jemand, der ganz schön zuhauen kann. Wir können jetzt sagen, ja, möglicherweise. Oder wir können sagen, ja, ich kann am härtesten zuhauen. Oder ich kann sagen, ja, ich bin ein Liebhaber und ein Kämpfer. Oh, super. Wir nehmen einfach mal das Letzte. Ne? Ich weiß noch nicht, worauf dieses Gespräch hier hinausläuft. Und er sagt einfach, ja, Club 88 ist für beide da, also für Liebhaber und Kämpfer gemacht. Und du bist in der richtigen Gesellschaft mit mir. Weißt du, dass sie mich den Unberührbaren nennen? Ich habe noch nie so auch nur einen Kratzer abbekommen. Natürlich, sagt mein rotznäsiger Bruder, dass das ist, weil die Leute Angst davor haben, mir weh zu tun. Weil sie sonst das Gesicht gegenüber unseren Eltern verlieren würden. Als wenn das jemals einen dieser Punks aufhalten würde. Richtig? Nicht ein Kratzer. Er hebt sein gespanntes T-Shirt hoch und enthüllt eine dicke Schicht von maßgeschneiderter Körperpanzerung darunter. Natürlich zählen Dinge, die von diesem Ding hier aufgehalten werden, nicht als Kratzer. Klar. Na, sicher. Ja, du hast dich schon mit einer Menge widerborstiger oder echt harter Kunden angelegt, oder? Oder wir können sagen, ja, erzähl mir doch mal was über deine Familie. Oder wie viel drückst du auf der Bank, Frederick? Oder wir können sagen, ja, ich lasse mal in Ruhe. Ja, mal sehen, wie viel kann der denn stemmen, der Typ hier. Ich mache kein Bankdrücken. Ich mache Kurzhanteldrücken. Sie sind funktioneller. Die, also mit der Langhantel Bankdrücken, ne? Im Gegensatz zu Kurzhantel Bankdrücken, darum geht es hier gerade. Der Langhantel Bankdrücken stabilisiert das Ding künstlich zu viel. Ja, finde ich auch. Ich mache das auch lieber mit Kurzhanteln. Hat er recht. Aber um deine Frage zu beantworten, wenn ich auf der Bank liege, dann schaffe ich so ungefähr 700 Kilogramm. Er grinst zuversichtlich. Das ist nebenbei gesagt das Doppelte des momentanen Weltrekordes für im Bankdrücken für unmodifizierte Menschen. Okay, cool. 700 Kilo. Ja. Nice. Ja, erzähl mir doch ein bisschen mehr über deine Familie. Ja, du denkst vielleicht, ich bin beeindruckend. Und sicher,
Mein Bruder Callum und meine Mutter arbeiten hart, um diesen Platz, um diesen Ort hier am Laufen zu halten. Aber die Leute verstehen eine Menge Dinge über meinen Vater nicht. Er ist nicht nur ein alter Seemann. Möchtest du das Geheimnis wissen? Auf jeden Fall. Er war ein Pirat. Einer der allerbesten. Über 20 Jahre auf See und er wurde nie geschnappt. Unberührbar, genau wie ich. Wenn du ihn danach fragst, dann wird er es leugnen. Ich bin mir sicher, er hat sich ein paar Feinde über die Jahre zugelegt. Du musst clever sein. Oder er muss clever sein und seine Vergangenheit geheim halten. Aber ich habe das schon vor ziemlich langer Zeit rausgefunden. Ja gut, dass er das so rum erzählt. Scheinbar vertraut er uns wirklich. Er ist ein großer Mann, mein Vater. Deswegen muss ich auch so stark sein, um seinem Beispiel folgen zu können. Okay, klar, du hast dich schon mit ein paar ganz schön harten Typen angelegt, oder? Ja, das mache ich. Denk mal drüber nach. Dort drin verkauft mein Bruder die Art Dinge, die einen buddhistischen Mönch in einen Psychopathen verwandeln würden. Und dann im Hinterzimmer verkauft meine Mutter genug Feuerkraft, um unser Dach 6-mal in die Luft zu jagen. Mit anderen Worten, wir verkaufen Benzin und Streichhölzer. Und ich bin der Feuerwehrmann. Aber dieser Feuerwehrmann wurde noch nie verbrannt. Nicht einmal. Ziemlich beeindruckend, richtig? Ja, also Ego. An Ego-Mangel leidet er definitiv nicht. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Das ist, ja, schön. Da freue ich mich. Lass mich einfach wissen, wenn du zusätzliche Muskelkraft brauchst. Du kannst dich auf mich verlassen, Mr. Untouchable. Achso, du kannst dich darauf verlassen, dass Mr. Untouchable den Job erledigt bekommt. Okay, ich lasse dich da mal in Ruhe, Frederick. Ja, nice. Okay, interessant. Ich mag ihn. Er ist ein Netter. Achso, ja. Da war ja was. Ich würde hier voll gerne in die... Achso, okay. Ist das Ambient? Ja. Das drehen wir mal gerade ganz runter. Wir drehen es wieder auf, wenn wir hier aus dem Club rausgehen. Aber für einen Moment nervt es ansonsten zu krass. Da hätte ich natürlich auch schon beim ersten oder zweiten Mal drauf kommen können. Ne? Aber ich habe mir beim letzten Mal nochmal die Aufnahmen angehört hier aus dem Club und habe festgestellt, geht gar nicht, viel zu laut. Es hat aber auch keiner was in die Kommentare geschrieben, wahrscheinlich, weil keiner das guckt. Ja, Henry Carfay ist wieder hinter der, lungert herum an der Hinterseite des Clubs wie ein großer, aufragender Geist. Trotz seiner Größe wird er von der Kundschaft des Clubs zum größten Teil ignoriert. Es ist so, als wenn sie alle einen blinden Fleck hatten, in dem er sich vergnüglich tummelt. Und er fragt uns jetzt, warum stehst du darauf, mit mir zu plaudern? Und wir können sagen, störe ich dich? Ich kann auch gehen. Oder ich kann sagen, ja, ich plaudere nicht, ich verhöre. Oder ich liebe dich auch, Henry. Ja, wir nehmen das Letzte. Wir sind heute so ein bisschen in der Stimmung, ne? Es tut mir leid, das ist, kommt einfach unerwartet. Das ist vorher noch nie passiert. Die meisten Leute lassen mich in Ruhe. Sie kennen mich nicht, außer mit meinem Namen. Sie, ganz sicher, wissen sie nicht, was ich hier tue. Also haben sie keinen Grund, mit mir zu sprechen. Ja, und wir können jetzt sagen, ja, einige von uns ziehen eben die Anonymität vor. Oder... Wir können sagen, Shadowrunner arbeiten hart, um diese Art Leben führen zu können. Oder wir können sagen, ja, ich brauche keinen Grund für ein freundliches Gespräch. Ja, das
Wir sagen einfach mal, ne, einige von uns bevorzugen ihre Anonymität. Mal sehen, ob er drauf anspringt. Und er sagt, nun, ich wüsste nicht, dass ich sie bevorzugen würde. Aber ich habe mich daran gewöhnt, der Vergessene in diesem Ort, an diesem Ort zu sein. Hermine und Callum sind die Gesichter unseres Geschäftes. Freddy ist das Gesicht unseres Gesetzes, sozusagen. Ich bin nutzlos, solange ich nicht draußen auf dem Wasser bin. Okay, und wir können jetzt sagen, ja, so ein paar gute Geschichten von deinen Tagen auf See zu erzählen. Oder wir können sagen, ja, ich vermute mal, die Fähigkeiten eines Seemanns kommen nicht wirklich zur Anwendung, wenn es um die Eigenschaft, weißt du das? Eigenschaft, ist das ein Wort? Wenn einem so ein Ding gehört? Ja, jedenfalls, wenn man einen Club besitzt. Oder wir können sagen, ja, ich lasse es mal in Ruhe. Aber sagen mal, die Fähigkeiten eines Seemanns, ne, kommen nicht wirklich zum Tragen und so weiter und so fort. Nein, das tun sie nicht. Ich möchte ein guter Ernährer sein, aber ich weiß einfach nicht, wie ich noch dazu beitragen kann. Ich denke an meinen eigenen Vater. Er war ein Fischer, lange vor mir. Für 40 Jahre ist er morgens früh hinausgefahren und ist spät in der Nacht zurückgekehrt. Er hat Essen auf den Tisch gestellt in einem sehr wörtlichen Sinne oder buchstäblichen Sinne. Er hat das jede Woche ohne sich zu beschweren, bis er eines Tages gestorben ist. Das ist ja, Ernährung oder Ernährungsbeschaffung. Darum geht es, wenn man ein guter Ehemann oder Vater ist, soweit es mich betrifft. Mein Vater hätte keinen Tag in meinem Leben durchgehalten. Die Welt hat sich einfach zu sehr von dem verändert, was er kannte und von dem, was ich kannte. Ich vermisse diese einfacheren Zeiten. Ja, da fragen wir mal, hast du ein paar gute Geschichten von den Tagen draußen auf See? Geschichten? Ein alter Seemann hat immer Geschichten. In meinen frühen Jahren habe ich auf Fischbooten. Ich weiß gar nicht, wie das heißt im Deutschen. Auf Fischkuttern auf jeden Fall gearbeitet. Ich schwöre, es hatte den Anschein, als wenn wir jeden Tag etwas noch Merkwürdigeres in unseren Netzen fangen würden als am Vortag. Manchmal war es Ladung entweder verloren oder von Schmugglern, die Panik bekommen haben, über Bord geworfen. Manchmal waren es Teile von Schiffen, die von den Super-Typhoons zerstört wurden, von denen sie sagen, dass sie Geomantiker sie benutzen, Geomancer auf jeden Fall, beziehungsweise verursachen. Wir haben auch ab und zu mal eine Leiche rausgefischt. Ich vermute, einige von ihnen waren Flüchtlinge, entweder vom Festland nach dem Bürgerkrieg oder den Philippinen nach diesem ganzen Durcheinander. Menschenschmuggel, Piraten, eine Menge Leichen waren in diesen Gewässern. Aber immer öfter zogen wir bizarre Seekreaturen, Unterwasserlebewesen an Land. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Mutanten oder eine Art von erwachten Krittern waren. Die kleineren haben wir immer zurückgeworfen, sobald wir sie gefangen hatten. Wenn du nicht weißt, was etwas ist, dann ist es am besten anzunehmen, dass es Säure spritzt oder Eier in dein Gehirn legt. Nicht Gehirne in deine Eier legt. Das wäre interessant. Ja, Selbstgespräch mit seinen eigenen Eiern führen, wenn die dann irgendwann schlauer sind als man selbst. Hört sich super an. Die Großen, er schüttelt seinen Kopf ungläubig. Oft mussten wir das Netz durchtrennen, also das Netz abschneiden, ne, so dass nicht mehr am Schiff festgemacht war. Netze kosten ein Vermögen, aber wenn das ganze Boot wackelt, also erschauert, und du 3 Meter lange
Hörner oder Stacheln oder Tentakel oder irgendetwas durch die Oberfläche brechen siehst, dann weißt du, dass es nicht wert ist, das Netz zu retten. Ja, das waren gute Zeiten. Das waren jedoch gute Zeiten. Einfachere Zeiten. Es wurde immer komplizierter, als ich älter wurde und da die Meere immer mehr überfischt werden. Ja, es ist sogar kompliziert jetzt. Ja, es ist jetzt sogar noch komplizierter und ich sitze auf dem Festland fest. Ja, der Arme, ne? Tut mir leid für ihn. Wer ist denn das hier? Killuminati. Keine Ahnung, wer Killuminati ist. Wir reden erstmal hier mit der Familie ein bisschen. Ich will hier mit Dingsbums, mit Callum reden. Der ältere der beiden Kafei-Söhne ist wieder einmal in seinen, ja, in seinen Tassen, Bechern verloren. Er beobachtet mit glasigen Augen, wie Kunden an ihm vorübergehen. Etwas an seinem Ausdruck erweckt den Anschein, als wenn er jeden verabscheuen würde. Einfach nur aufgrund ihrer bloßen Existenz. Du schon wieder. Hast du dich dafür entschieden, dieses Loch zu deiner Heimat zu machen? Wir können jetzt sagen, ja, ich hatte ja keine großartige Wahl. Oder wir können sagen, ja, mehr wie eine Operationsbasis. Oder wir können sagen, ja, so bescheiden es auch ist. Ja, wir sagen mal, ja, nicht viel Wahl. Und er sagt, ha, das ist etwas, worauf ich trinken kann. Klar, als wenn er eine Ausrede dafür bräuchte. Setz dich, wenn du möchtest. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Und wir können jetzt sagen, ja, ich interessiere mich mehr für deine Waren. Oder ja, erzähl mir eine Geschichte. Oder erzähl mir über deine Familie. Ja, erzähl mir doch mal über deine Familie. Ja, was gibt's da schon zu sagen? Mein Bruder ist ein Fleischkopf, ne, also eine Hohlbirne. Und meine Eltern wissen nicht oder es kümmert sie nicht, wer ich bin. Okay, cool. Sie sagen, sie kümmern sich zuallererst um die Familie, aber für sie bedeutet die Familie nicht, sind nicht die vier Leute unter einem Dach. Es ist etwas, ein abstraktes Konzept. Es ist der Name, der für sie eine Rolle spielt. Der Kafei-Name, das ist Familie. Meine Mutter kümmert sich nur ums Geschäft. Jeder Hinweis darauf, dass ich mich nach besseren Möglichkeiten umschauen möchte, wird mit, wie sagt man dazu? Es sind keine Zurechtweisungen, ja doch schon, also mit Zurechtweisungen geahndet. Und mein Vater, nun, er ist nicht mehr derselbe, seitdem sein Leben ins Trockendock eingelaufen ist. Die erste Gelegenheit, die ich habe, werde ich dazu nutzen, das alles hinter mir zu lassen. Erinnere dich an meine Worte. Ja, erzähl mir doch mal eine Geschichte. Hast du schon mal die über den Phantomseemann gehört? Sie sagen, er war früher ein guter Mann, hat für seine Familie gesorgt, hat sein Weib, also seine Frau und seine Kinder geliebt und er hat viele einsame Tage draußen auf See verbracht und hat hart gearbeitet, um ihre Leben besser zu machen. Aber der Ozean, ja, verlangt seine Gebühr, wie sagt man das? Wie heißt denn das im Deutschen? Oh Gott, ich bin gerade sprachbehindert, ich fass nicht. Ja, jedenfalls, der Ozean, ne, verlangt halt, was ihm zusteht im Prinzip. Jedes Mal, als er zurückgekehrt ist, kam er mit ein bisschen weniger von sich selbst wieder. Bis eines Tages das Ding, das nach Hause kam, nur noch eine Hülle war. Der geistlose Körper des alten Seemanns und seine Seele war immer noch auf See verloren. Okay, cool. Der Geist und der Körper rufen nacheinander und eines Tages
wird der Seemann hinunter zur Bucht laufen und in die Wellen treten, also hineinlaufen und den Ozean ihn im Ganzen verschlucken lassen. Wahre Geschichte. Okay, cool. Ich lass dich da mal lieber in Ruhe, Callum. Geht's hier eigentlich irgendwo noch weiter? Nee, ne? Hier ist gleich eine solide Wand. Eine Sicherheitstür. Ein schönes Geräusch macht die. Hermine. Mal sehen, was sie zum Thema Familie zu sagen hat. Das scheint ja heute das große Gesprächsthema hier bei den KFIs zu sein. Hermine feilscht gerade mit einem Zwerg über den Preis für eine angepasste Shotgun und besiegelt den Handel mit dem Angebot eines für seine Größe passenden Brustgurtes. Der Zwerg geht fröhlich von dann und Hermine steckt noch einen weiteren Schwarzmarkt-Threadstick in ihren Vorrat. Cool, da scheint es eine ganze Menge von zu haben. Willkommen zurück, Sparks. Wie kann ich dir helfen? Ach, Entschuldigung, da muss ich mal kurz gähnen. Ich trinke mal kurz was. Und wir können jetzt sagen, ja, läuft das Geschäft oder ist dieser Ort hier jemals verlassen oder leer? Oder hey, wie geht's mit dem Clubleben so? Ja, fragen wir mal, ob dieser Ort hier jemals leer verlassen ist. Fast nie. Die Einwohner von Heoi haben viele Probleme und sie kommen hier, um sich mit ihnen um mit ihnen fertig zu werden. Leute lieben einfache Lösungen und sie werden gutes Geld für sie bezahlen. Knarren, also Schusswaffen, sind eine Möglichkeit. Alkohol und Drogen eine andere. Und deswegen verkaufen wir, was wir verkaufen. Ah, cool, sie verkaufen also einfache Lösungen. Ne? So kann man das natürlich auch betrachten. Und dann ergibt es auch alles Sinn. Mein Sohn Callum versteht das nicht. Er denkt, er würde glücklicher als eine Konzerndrohne sein. Aber ich habe das schon erlebt und ich kann mit Sicherheit sagen, dass es nur ein längerer Pfad dorthin ist, wo wir jetzt angekommen sind. Und es endet alles mit Trinken oder manchmal Töten. Zumindest sind wir direkt, wenn es darum geht. Wir können jetzt fragen, und wie bist du dann dazu gekommen, hier Waffen zu verkaufen? Oder was ist das Problem mit Callum? Oder lass uns mal sehen, was du heute hast. Ja, wir fragen mal, was das Problem mit Callum ist. Es gibt kein Problem, solange er sich daran erinnert, dass sein Platz hier ist. Es gibt zu viele Ideen in dem Kopf dieses Jungen, zu viel Ambition. Und Ambitionen wie diese führen niemals zu einem guten Ende. Oha, da haben wir es. Er sollte glücklich damit sein oder zufrieden damit sein, was wir für ihn aufgebaut haben. Er ist der Älteste und sehr intelligent. Eines Tages wird er die Kontrolle über den Club übernehmen und alle seine Geschäfte. Aber er fühlt sich hier gefangen. Er möchte frei sein. Siehst du? Und er denkt, seine Eltern würden sich nicht um ihn kümmern und wüssten nicht, was mit ihm vorgeht. Ne? Seine Mutter scheint es ganz genau zu wissen. Die Ironie ist, dass seine Vorstellung von Freiheit darin besteht, für einen Konzern zu arbeiten. Okay, das ist tatsächlich das genaue Gegenteil von Freiheit. Ich weiß aus Erfahrung, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt liegt. Sie nennen dich nicht ohne guten Grund Lohnsklaven. Aber hier haben wir echte Freiheit. Wir schaffen uns unseren eigenen Pfad. Ich wünschte, er würde das einsehen. Ich versuche ihm das beizubringen, aber es scheint ihn immer nur weiter wegzutreiben. Ich mache mir Sorgen, dass wenn ich es zu hart versuche, dann werde ich ihn an seine Ambition verlieren. Okay, wie bist du denn dazu gekommen, hier Waffen zu verkaufen? Oh mein Gott! Damals, als mein Ehemann für Buxing gearbeitet hat,
hatte er ein kleines Nebengeschäft, Waffenschmuggel, genau unter der Nase der Konzerne. Natürlich alles auf ja, in sehr kleinem Rahmen und kaum das Risiko wert. Aber es hat ein bisschen extra Geld eingebracht, das wir verzweifelt gebraucht haben. Aber Henry war nie gut darin, Geschäfte auszuhandeln. Er hasste diesen Teil des Geschäftes. Es hat ihn nicht, er hat sich nicht darum gekümmert zu feilschen. Hat oft Geld auf dem Tisch liegen lassen. Wir haben uns oft darüber gestritten und eines Tages hat er mir gesagt, ich sollte das übernehmen, wenn es mich so, so sehr kümmerte. Also habe ich das getan. Ha, okay, cool. Also vielleicht war er doch kein Superpirat, ne? Vielleicht war er tatsächlich nur ein Seemann und hat ein bisschen geschmuggelt, man weiß es nicht. Wie sich herausstellte, war ich besser darin. Viel besser. Ich hatte in der Geschäftswelt gearbeitet, bevor die Jungs geboren wurden. Ich wusste, wie diese Dinge erledigt werden mussten. Also habe ich damit angefangen, alle Geschäfte auszuhandeln. Ich habe das Produkt beschafft, ich habe die Käufer gefunden. Mit der Zeit brauchten wir nicht mal mehr Henry, um auf die Lieferung aufzupassen. Aber, Entschuldigung, unser Einfluss ist stark genug geworden und jetzt kümmern wir uns alles aus der, ja, von der Sicherheit des Festlandes aus. Okay, ja, das macht Henry natürlich unglücklich, dass er nicht mehr rausfahren darf. So, wir schauen mal in der Remington Room Sweeper. Ja, cool. Savalet Guardian. Ja, auch nicht schlecht. Eine Cavalry Deputy. Hm. Mal gucken, die macht genauso viel Schaden wie die Room Sweeper. Hm, hat aber ein größeres Magazin. Eine Aris Predator. Eine Browning, noch eine Cavalry Deputy, noch eine Aris Predator. Hm. Die Cheska Black Scorpion, genau. Und die Fichetti ist hinter die. Oh, Colt Cobra. Könnten wir kaufen, macht Damage 9. Mit Smart Link. 9 Damage. Wie viel macht ein. Welche Knarre haben wir denn gerade? Ach, die Uzi. Die macht nur 6 Damage. Also, das ist schon ein deutlicher Unterschied auf jeden Fall, ne? Sollten wir uns vielleicht. Ach, können wir nicht, weil wir kein Range Combat 5 haben. Wir könnten uns höchstens eine Ingram Smart Gun holen. Ne? Dafür brauchen wir eine Datenbuchse, weil die gesmartlinked ist und Kampf mit Reich, also Entfernungskampf 4 und da zählt unser Implantat scheinbar mit dazu. Ah, okay, das ist natürlich interessant. Unser Skillwire zählt damit rein, wie es aussieht. Das heißt eine Ingram Smart Gun. Darauf könnten wir aufrüsten. Vielleicht können wir da noch was uns holen beim Cyberdoc, um unser Decking ein bisschen aufzurüsten, damit wir dann das richtig geile Deck hier benutzen können. Na, ich schaue gerade auf die Uhr. Es wird heute leider nicht mehr zum Gespräch mit Killuminati kommen. Das ist ja Killuminati Alabrat. Okay, mit dem unterhalten wir uns dann also in der nächsten Folge genauso mit dem Cyberdoc. Davon gehe ich zumindest aus und vielleicht kaufen wir uns ein hübsches Cyberware. Wir schauen mal. Und dann müssen wir nochmal zum Missionscomputer und dann können wir endlich auf den nächsten Auftrag und dieses Museum ausplündern. Ich schätze, das ist der einfachste von den Jobs, die wir jetzt noch vor uns haben. Im Moment, wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei hier in den Schatten. Passt auf euch auf. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Macht's gut und bis dann. Ciao.